Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Noch immer Chemtrails ist der Titel der heutigen Sendung und mein Telefongast ist Christina Hollenweger. War schon mal zu Gast in der Sendung, und zwar auf dieser Sendung. Die Sendung damals hieß Entführt, da ging es um ein ganz anderes Thema, das nicht minder spannend ist und wo sie auch nicht minder Spannendes zu berichten hat, auch aus eigener Erfahrung. Aber sie arbeitet eben auch seit 40 Jahren in der Flugbranche und weiß eigentlich ganz genau, wie sich Kondensstreifen verhalten. Und sie ist offenbar eine der wenigen, die den Himmel noch beobachten. Das tun offenbar nicht mehr so viel. Und sie wundert sich halt, wie ich und doch einige andere auch, über was da so passiert am Himmel. Hallo Christine. Ja, hallo Tarek, guten Abend. Guten Abend. Du bist jetzt gerade in der Nähe von Bern, ist das richtig? Oder in? Ja, das stimmt, ja. Ja, schönen Gruß in die Schweiz und freut mich, Danke. Dass du wieder mal dir die Zeit genommen hast, dass wir da heute ein bisschen plaudern. Ja, das freut mich, dass ich mit euch in Verbindung stehen darf. Oh, sehr gerne. Naja, wie gesagt, also nicht nur Alien Abductions ist etwas, mit dem du auch praktische Erfahrungen konfrontiert wurdest, ja. Wenn man so sagen darf. Sehr spannende Sendung übrigens. Entführt hieß sie, ist im Archiv. Sondern auch, wie eben am Ende dieser letzten Sendung angesprochen, Chemtrails, ein Thema, das ich schon des Öfteren hier behandelt habe. Das ist hier die vierte Sendung. Wir sollten aber vielleicht doch am Anfang, ich habe es ja schon gesagt, dass du seit 40 Jahren in der Flugbranche arbeitest, sehr viel natürlich mit der Fliegerei zu tun hast, auch sehr gerne fliegst, nicht zuletzt deshalb, weil es dir erlaubt, deine eigenen Studienreisen da irgendwie mit rein zu verflechten. Aber vielleicht doch einmal kurz jetzt als Einführung, was zum Henker sind Chemtrails? Also das ist so, vielleicht muss ich mal voraus sagen, wie ich überhaupt mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe oder immer noch auseinandersetze. Es war an einem Sonntag im Sommer 2003, war ein sehr schöner Tag und ich bin wie immer am Sonntag oder am Wochenende stehe ich also fast noch früher auf wie während der Woche, weil ich will den Tag voll genießen, wenn draußen die Sonne scheint. Und ich wusste, dass die Wetterprognose für die nächsten paar Tage sehr schön war. Also stand ich um 5:30 auf und ging so um 5:45 raus. Also es war schon Tag, es war im Juli, wenn ich mich nicht täusche. Und ich, wie immer, oder schaue natürlich den Himmel an und dachte, um Gottes Willen, was ist denn das? Und wie ich aus dem Haus rauskomme, sehe ich, also es ist nicht mehr als, ich würde sagen, auf einer Höhe von 3.000 bis 4.000 Meter, höher war das nicht, war ein riesiges, aber ein riesiges Schachbrett über der ganzen Stadt Bern. Also du musst dir vorstellen, das waren richtige Autostraßen, ganz breite Autostraßen in einem Schachbrettmuster angelegt über das ganze Gebiet. Ich habe also einen völligen, ich habe nichts mehr verstanden, bin rein ins Haus, habe eine Freundin geweckt und habe gesagt, du musst das sehen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und sie schaute das an und sie sagte, ja, das weiß ich auch nicht, was das ist. Und wir diskutierten noch eine Weile darüber. Aber ich habe sofort ein ganz mieses Gefühl bekommen dabei, weil ich habe gewusst, also Bern hat einen sehr, sehr kleinen Flughafen. Da ist kaum Flugverkehr und um die Zeit sowieso nicht. Und das sind nur kleine Maschinen. Und wir sind dann wieder ins Haus rein und haben dann Frühstück gegessen. Und als wir eine Stunde später rauskamen, war also vom blauen Himmel absolut nichts mehr zu sehen. Es war diese Autobahn auch nichts mehr zu sehen. Was dafür zu sehen war, war ein ganz weißer Himmel. Und der ganze Tag hindurch war also absolut nichts mehr von der Sonne an sich zu sehen, also außer eine fahle Scheibe durch diese weiße Wand, wenn man so will. Und das ist das erste Mal, wo ich mit sowas konfrontiert wurde. Ich habe dann am Montag verschiedene Leute, weil ich reise jeden Tag zur Arbeit von Bern nach Zürich, habe ich zwei, drei Kollegen im Zug angesprochen, die mir sagten, sie würden an diesem Tag, also am Sonntag, Velo fahren gehen oder wandern.
ob die das gesehen haben. Dann haben die gesagt, nein, sie hätten nichts gesehen. Aber was sie sich gewundert hätten, war, dass die Wetterprognose schönes Wetter angesagt hätte und dass der Himmel so einfach der ganze Tag war wie neblig irgendwie. Und sonst nicht viel. Also sie fühlten sich müde und das Wochenende sei nicht so schön gewesen, wie sie sich gedacht haben. Und damit war das Thema vom Tisch. Und dann ging das vielleicht 3 Tage und ich saß im Zug wie jeden Tag und schaue immer raus, weil ich bin jemand, der sich für den Himmel interessiert. Ich arbeite ja auch in der Fliegerei und mich interessiert einfach, was da am Himmel so geht. Und von der Zugstrecke von Bern nach Zürich, so in der Mitte der Strecke ungefähr, fing das an, dass ich praktisch das gleiche Muster wie am Sonntag, aber sehr viel höher im Himmel, vielleicht so auf 7.000, 8.000 Meter auch beobachtet habe und habe gedacht, also irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Und ich habe dann eine Natel und habe angefangen mit meinem Telefon durch die Fenster vom Zug Fotos zu machen. Und ich dachte, ich gehe der Geschichte irgendwann mal nach. Und so hat die ganze Chose angefangen und ich habe dann über die Zeit mich natürlich dann schlau gemacht und bin dann mittlerweile nach ein paar Monaten auf Internetseiten gestoßen. Habe mich auch mit anderen Leuten inzwischen auch, habe ich die kontaktiert und gesagt, habt ihr das auch beobachtet? Also Leute, wo ich weiß, die sind viel draußen und die sagten, ja, das hätten sie auch gesehen, aber ich käme ja aus der Fliegerei und wüsste ja, dass immer mehr Flugzeuge im Himmel sind. Da habe ich gesagt, nein, Moment mal bitte, ich arbeite seit 40 Jahren in der Fliegerei und ich kann euch beweisen, dass zum Beispiel am Flughafen Bern, also sicher keine Maschinen fliegen, die solchen Ausstoß machen. Zum Zweiten hat Bern die Hälfte der Flüge verloren, die wir früher hatten. Und in Zürich sind auch nicht mehr so viel Airlines und die können ja nicht über Bern, das relativ 150 Kilometer entfernt ist, auf einmal einen solchen Ausstoß produzieren, weil die Maschinen dann, die in Zürich abfliegen, schon sehr viel höher sind. Die sind im Prinzip dann schon praktisch auf der halben Flughöhe, wenn sie von Zürich Richtung Westen fliegen. Also das kann ja auch nicht sein. Ja, und so hat dann dieses Thema angefangen. Und wann war das? Wann hast du so diese ersten Beobachtungen gemacht? Also zuerst mal im Juli 2003 hat das angefangen. Ja. Und mir ist dann mit der Zeit aufgefallen, dass das mehrheitlich entweder stattfindet, bevor ein Hochdruck angesagt, also eine Hochdruckslage angesagt ist, also bevor schönes Wetter kommt oder schönes Wetter schon da ist. Oder wenn es zum Teil so ist, dass eine dünne Wolkendecke da ist, aber die Temperatur relativ hoch. Immer zu der Zeit kamen diese Geschichten. Mhm. Und ich habe dann, wie gesagt, Gespräche angefangen mit Leuten im Zug und habe gesagt, ihr müsst das mal angucken, das ist ja also echt komisch. Und wieso gibt das immer so einen farbigen, irisierten Himmel? Da stimmt doch was nicht. Und ich habe dann angefangen, Fotos von sogenannten normalen Kondensstreifen zu machen, die man zur selben Zeit sehr wohl am Himmel beobachten konnte. Und diese Kondensstreifen haben zwischen 5 und sagen wir Maximum 20 Sekunden haben die angehalten und man sah, dass das große Passagiermaschinen waren. Und diese Dinger wurden anstatt dünner oder anstatt dass sie weggingen, immer breiter und fetter und haben sich dann über den ganzen Himmel verbreitet. Ja, und also in der Tat, sowas beobachte ich wirklich auch schon seit Jahren. Und es gibt auf der Website, wenn man auf die Themenseite Chemtrails geht, also jetzt von der Startseite aus, wo Themengebiet steht, Chemtrails, da habe ich zum Beispiel Aufnahmen vom Jahr 2004, da habe ich damals die ersten Sendungen zu dem Thema gemacht und bin dann so rausgegangen und habe mal so fotografiert, diese Streifen, die auch über Graz immer wunderschön über meiner Gassen erscheinen. Ja. Und da habe ich eine Bilderserie geschossen, wo also ein Flieger kommt und man sieht es eigentlich so gleich, wenn er diese, irgendwie schaut er schon ein bisschen anders aus von vornherein, ja. Kommt mir vor. Und er zieht es so drüber und das bildet sich also, wie erwartet, diese fächerartige Struktur aus. Mhm. Und nicht einmal 10 Minuten später, wie gesagt, die Bildserie ist online, kommt der nächste in einer durchaus, ich meine, soweit ich das von da jetzt beurteilen kann, ja, in einer durchaus vergleichbaren Höhe. Ja. Ja. Und
dieser Kondensstreifen verschwindet sofort wieder. Ja, ja. Ja, also ich meine, sind da jetzt... Also ich kann aus der Fliegerei sagen, oder die Argumente, ich habe dann natürlich angefangen, sehr viele offizielle Stellen zu kontaktieren. Also an einem Sonntag habe ich dann, wo wieder so ein Schachbrett war, habe ich also sofort den Flughafen, also den Control Tower angerufen in Bern. Habe mich natürlich nicht als meine Privatperson gemeldet, sondern mit dem Namen meiner Fluggesellschaft, weil man wird sonst nicht mit dem Tower verbunden. Ich habe mich da durchgeschmuggelt und gesagt, schaut mal an den Himmel, was ist denn das? Ja, wir sehen nichts. Sag ich, wie bitte? Ihr seid ja 2 Kilometer von mir entfernt, Luftlinie, ihr seht nichts. Nein, sie sehen nichts, habe ich gesagt. Ja, aber Entschuldigung, also ihr sitzt im Tower, höher platziert als ich, jetzt müsst ihr nur den Blick nach oben halten und da müsst ihr ja das sehen. Und dann habe ich gemerkt, also die haben eindeutige Weisungen, dass wenn jemand sie darauf anspricht, dass sie das negieren. Sie sagen, also, ich meine, ich habe gedacht, ich bin Mischucke. Ich meine, wenn die mir sagen, wir sehen es nicht. Und es war so, also ich meine, besser kann man es nicht sehen. Zum ersten Mal habe ich gemerkt, da muss was faul sein. Weil bei einer solchen Stelle, ich melde mich als Mitglied einer Fluggesellschaft, die auf die Sache aufmerksam machen und die abstreiten, dass das überhaupt am Himmel ist. Da habe ich gedacht, nein, da läuft was nicht mit rechten Dingen. Naja, das ist wirklich seltsam. Also vor allem, wenn die einfach sagen, sie sehen nichts. Ich meine, nein, sie sehen nichts. Hast du sie darauf hingewiesen, auf die Kondensstreifen? Hast du ihnen gesagt? Ja, ja, habe ich gesagt. Schaut mal dieses Schachmuster her, das sind ja keine... Und sie haben gesagt, sie sehen sie nicht. Nein, sie sehen sie nicht. Das gibt's ja nicht, oder? Nein, ich bin Mischucke oder was? Oh Gott. Du hast, also auf diesem kurzen Interview, das ich da online gestellt habe, dass du da, wann hast du eigentlich dieses Interview gegeben? Das wollte ich dir eigentlich noch fragen. Dieses Interview, Peter, also ich habe verschiedene Sachen, ich habe also die, das, was du geschickt hast von Daniel. Das Interview war gemacht mit mir von einem Investigationsjournalisten in der Schweiz vor 1,5 Jahren. Ah, okay. Der hat Chemie studiert und er interessiert sich für solche Themen. Und wir waren zusammen auf einer Studienreise in Asien, wo ich ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. Weil auch dort kam das zum Teil vor. Ja. Und ich habe dann angefangen, mit ihm über das Thema zu sprechen. Und er hat gesagt, er geht der ganzen Geschichte nach, was er dann auch gemacht hat. Und nicht nur hat er das Interview mit mir gemacht, sondern er hat das gesehen, als das genau passierte, als er im Engadin war, wo der Himmel meistens sehr klar ist. Das ist so ein Hochplateaugebiet in der östlichen Schweiz auf 1500 Meter Höhe, wo die Himmel immer sehr klar sind, weil da oben ist keine Industrie, keine Fabrike, keine gar nichts. Ist normalerweise eine ganz reine Luft. Und hat dann dort beobachtet, wie solche Sprayflüge stattgefunden haben. Und hat dann dort einen Freund gehabt, der anscheinend Kontakt hat zu Labors in der Schweiz, also Privatlabors. Und der hat dann mit diesem Kollegen zusammen Wasser, also am nächsten Morgen, Wasser eingesammelt von verschiedenen Stellen in seinem Garten und hat dann die ins Labor gegeben zur Untersuchung. Und anhand von diesen Laboruntersuchungen, die ganz klar ausweisten, dass in diesem Wasser, das darunter fiel, erstens mal Aluminium vorhanden war, Barium vorhanden war und irgendwelche Polymere, Stoffe und sonstige Dinge, hat ihn das sehr, sehr beunruhigt und ist dann der Sache immer mehr nach und hat dann mit mir dieses Interview gemacht. Dieses Interview erschien dann in der Beilage von dem Sonntagsblick. Der Sonntagsblick ist die weit verbreiteste Publikumszeitung am Sonntag. Ja, ich kenne den Blick. Ja. Mit einer sehr großen Auflage. Ja. So wie die Corona-Zeitung oder so. Genau, und da gab es eine Seite, die hieß O-Ton, also Originalton. Die Konsequenz dieses Interviews war also... sehr erstaunlich. Das Erstaunliche daran war erstens mal, dass die verantwortliche Redakteurin von dieser Seite mehr oder weniger gefeuert wurde. Du hörst richtig, weil sie dieses Thema gebracht hat und das anscheinend nicht wunschgerecht abgesegnet gehabt hatte. Sie hat nur kurz gesagt, um was es geht und dann die Person, die dann die Verantwortung hat für die Sonntagsredaktion, hat sehr wahrscheinlich nicht gut mitbekommen, was die sagte und hat gesagt, ja okay, bring die Geschichte. Warum wurde die gefeuert? Was war der Grund? Ja, man schreibt darüber nicht.
Was heißt, man schreibt darüber nicht? Warum darf man nicht mehr über Contentstreifen schreiben? Ich meine, naja, es war natürlich, wenn du das Interview liest, naja, ich habe ja, schon klar. Contentstreifen. Ja, ja. Und das ganz, also für mich eine absolute tolle Reaktion war die vielen Briefe aus der Bevölkerung, die mir sagten, sie seien froh, dass dieses Thema endlich behandelt würde, und haben mir Kopien von Briefen geschickt, die sie an sämtliche Regierungsstellen geschickt haben, um sich darüber zu beklagen, weil sie hätten Gesundheitsschäden, weil sie hätten dies, weil ihre Tiere komisch darauf reagieren und alle abgeblitzt sind mit der Antwort, oder das sind ganz normale Kondensstreifen und das ist alles nur in ihrem Hirn und das sind irgendwelche gespinstige Geschichten von Amerika und so weiter und so fort. Und ich habe Geschenke bekommen, es war unglaublich. Und ich habe jetzt diesen Artikel, ich hoffe, das ist okay für dich, ich habe den jetzt einfach mal kurzerhand gepostet noch einmal, ja. Und habe auch diese Fotos, die du mir zukommen hast lassen, ja, die du jetzt gerade unlängst am 10. August gemacht hast. Ja, die habe ich jetzt auf dem Weg. Meine Eltern wohnen in Frankreich und ich bin am Mittag so, ja, gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr von Genf, also ich kam dann von Lyon in Frankreich mit dem Auto und bin dann über Genf nach Bern gefahren. Und da sieht man also sehr viele Streifen am, ja, Himmel, und du hast aber gemeint, das war also 3 Wochen lang war Ruhe. 3 Wochen lang hatten wir absolut nichts. Und ja, aber warum? Wie erklärst du das? Waren da andere atmosphärische Bedingungen? Also ich habe das mittlerweile wissen, meine Freunde, mit was ich mich da befasse, und ich habe gesagt, ja, offensichtlich haben die Piloten frei. Oh Gott. Na gut, aber es war ja trotzdem Flugverkehr. Es war ja trotzdem Flugverkehr, natürlich. Natürlich war Flugverkehr. Ja. Es war sehr viel, sogar im Sommer ist ja mehr Flugverkehr wie zu anderen Zeiten, weil da kommen noch alle diese Charterflüge dazu. Aber also ich kann sehr wohl unterscheiden, was ein normaler Kondensstreifen ist und was nicht. Und ich habe gerade gesehen, wie dann diese Maschinen immer so quasi über der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz wieder einen Schwenker gemacht haben. Und da ich meine, ja, kein normales Verkehrsflugzeug fliegt U-Turns, ja, hin und her. Keine Maschine macht das. Das ist mein nächstes Stichwort. Und es gibt auch einen Thread dazu. Da gibt es ein ganz köstliches Video von einem Amerikaner, der also in Las Vegas diese Flugzeuge filmt. Ich meine, die machen dort zwar keine U-Turns, also so quasi in einem U quasi, ja, wieder, ja, zurückfliegen, was ja völlig sinnlos ist. Ich meine, es wäre außer, man wäre jetzt ganz lange in die falsche Richtung geflogen, kommt dann drauf, nein, ich muss ja eigentlich in die andere Richtung, also, was eigentlich. Ja, man hat gemerkt, dass die Maschine in die Twin Towers geflogen sind, also ja. Ja, und aber U-Turns, mein nächstes Stichwort, also diese seltsamen Flugbahnen. Und glaubst du jetzt eigentlich, dass das, also sind das jetzt Linienmaschinen, die also diese, deiner Meinung nach, oder? Ich muss so sagen, also von der Schweiz, was ich in der Schweiz sehe, ist für mich sehr schwer zu identifizieren. Weil, wie gesagt, von Zürich aus, wo ich arbeite, und das ist nicht so weit vom Flughafen, da sieht man ganz verschiedene Kondensstreifen, aber solche Flugmuster sieht man nicht. Also man sieht sehr viele Streifen von den abfliegenden Maschinen, aber sowas sieht man nicht. Was ich dir sagen kann, ist, dass zum Beispiel diese Sache unterscheidet, ist das. Also ich habe mal einen Film gemacht. Ich habe eine Kamera dabei gehabt auf der Rigi. Das ist ein Berg bei Luzern. Und da ging ich hoch um 12 Uhr mittags, es war wunderschönes Wetter, und ich sagte eine Freundin, ich schwöre dir 100%, die kommen heute wieder sprayen, weil die haben für morgen auch schönes Wetter angesagt. Und dann habe ich wirklich auf der Kamera filmen können, und ich habe eine Kamera, die einen sehr guten Fokus hat, und ich erhoffte mich, eine Immatrikulation oder irgendwas zu sehen von den Flugzeugen. Erstens mal muss ich sagen, die Maschinen fliegen sehr hoch. Also sie fliegen so, ich würde sagen, schätzungsweise auf, also die ich sah auf der Rigi, vielleicht so zwischen 6.000 und 7.000 Meter Höhe. So ungefähr, ich kann so mehr oder weniger schätzen, oder? Ja, und das ist ja niedriger als Verkehrsmaschinen, also Jets. Die sahen nicht aus wie Linienmaschinen. Ja. Die sahen nicht aus wie Linienmaschinen. Also die sahen so aus, als hätten sie keine, also
von unten jedenfalls oder von der Seite keine Beschriftung, die ich identifizieren konnte. Ich habe dann versucht, das auf dem PC zu vergrößern, aber mit der Vergrößerung wird es dann immer schlechter, nicht besser. Also ich habe nichts an Immatrikulation ausmachen können. Was mir aufgefallen ist, dass die Maschinen ein Modell sind, das ich nicht kenne. Also ich kenne sehr viele Maschinen von unten. Nach 40 Jahren kennt man die. Also die waren zum meisten Teil waren die vierstrahlige Maschinen. Also aber keine Jumbo Jets oder 707? Nein, das sah nicht aus wie Jumbo Jets. Also das waren vierstrahlige Maschinen. Ja, dann gibt's noch Airbus. Hätte vielleicht ein Jumbo sein können, sage ich jetzt mal. Aber ich konnte das, ich kann nicht sagen, was es war. Wo es mir dann aufgefallen ist, das war im Ausland. Und ich kann genau sagen, wo, das war in Bali. Da habe ich sogar die Fotos noch davon. Und da waren es klar Verkehrsmaschinen. Also ganz klar. Es gibt viele vierstellige Maschinen. Airbus 340, ja, glaube ich. Es gibt viele. Meistens wird behauptet, dass es diese dreistrahligen DC-10 sind, die diese Sprühflügel also machen. Also ich sah vier Strahlen, ganz klar. Aha. Also das kam aus vier Motoren raus. Und was dort ganz klar war, was ich auf dem Film habe, man sieht, wie die über die Alpen kommen. Da gibt es einen ganz normalen Streifen, Kondensstreifen, der gleich wegging. Und als man sah, wie die Maschine über das Schweizer Mittelland kam, haben die aufgedreht und dann ist ein ganz dicken, fetten Streifen da rausgekommen. Ja, und kann es jetzt sein, dass da die atmosphärischen Bedingungen sich halt auf einmal, dass Nein. da irgendwie kalt waren? Nein. Also ich habe das auf dem Film so klar, dass man sieht, dass die irgendwas aufdrehen und dieses Zeug rauslassen. Und als sie dann übers Mittelland vorbei waren, haben sie es wieder abgestellt. Also das war so klar ersichtlich, so klar. Und da oben standen also an die 20 Leute auf der Rigi und ich habe die alle drauf aufmerksam gemacht. Und man sah dann diese U-Turns ganz, ganz klar. Ich habe das alles auf Film. Hast du mit Meteorologen gesprochen darüber? Natürlich. Ich habe mit Meteorologen gesprochen. Die haben natürlich auch anscheinend Schweigepflicht. Die wollten nichts darüber wissen. Und ich war sehr erfreut, als vor ungefähr 3/4 Jahren RTL in einer Nachrichtensendung einen kurzen Beitrag gebracht haben, weil ein deutscher Meteorologe sich da also ins Zeug gelegt hat und RTL berichtete, ja, das stimme, das seien sogenannte Düppler. Ja, genau, Düppel, ja. Und das sei quasi vom Militär gemacht und es hätte zu tun mit Radar. Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit. Also die haben es zugegeben, dass das ja so occasional Sprühsachen seien vom Militär wegen diesen Radar-Unsichtbarkeit. Ja, und zwar haben da deutsche Meteorologen, also ich glaube nicht, dass da alle Schweigepflicht haben, ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte, aber diese deutschen Meteorologen offenbar nicht, denn die haben also eine Geisterwolke über der Elbe, ich glaube, war das damals, so hieß auch die Überschrift in den Nachrichten, also da kamen ein paar Artikel raus drüber, Geisterwolke über der Elbe, und die haben dann also wirklich Anzeige gegen Unbekannt erstattet und schließlich ist dann das Militär rausgerückt und sagt, ja, das war ein Düppel. Ja, eben. Aber wir haben das heißt, den Himmel verdüppelt. Oder und dabei hat sich's und das Thema ist abgehakt, oder? Ja, genau. Wollen wir keine Düppel. Nein. Also ich habe ganz viele Stellen bin ich angegangen und was mich am meisten enttäuschte, war die Reaktion der Grünen. Also die haben sich, also man weiß ja, wer die Grünen sind, aber ja. Und ja, ist auch das Thema. Aber ich hatte die Möglichkeit, im Winter vor 1,5 Jahren mit der Parteileiterin der Grünen Partei in der Schweiz im selben Hotel zu sein, als diese Sprühaktionen stattfanden, eben in diesem besagten Engadin, wo ich auch jeden Winter meine Winterferien verbringe. Und die hat dann die Biologin, was mich dann noch mehr irgendwie erstaunte, dass sie sich nicht groß darüber interessierte. Ich habe gesagt, ja, aber hören Sie mal, Sie sind unsere Vertreterin der Grünen. Sie sehen, was da läuft und das interessiert Sie nicht wirklich. Also Sie enttäuschen mich schon sehr. Ja, ist auch enttäuschend. Ne? Es ist sehr enttäuschend, weil man macht einfach die Augen zu, man will es nicht sehen. Und was mich am meisten erstaunt, ist, wie wenig Leute im Grunde genommen heutzutage noch überhaupt in den Himmel schauen. Als ich den Leuten sagte, jetzt haben wir doch 3 Wochen gehabt, ohne irgendwas. Das war doch wunderbar. Ah ja, heißt es, ist mir nicht aufgefallen. Ja,
Das ist wirklich seltsam. Und also ich habe auch einmal ein Interview mit Werner Altnickel auf dieser Sendung gemacht und der hat also auch von den Grünen keine besonders gute Meinung, was also diese und auch Greenpeace etc. Ja, ja. Scheinen da einfach sich dafür nicht zu interessieren. Das Problem ist, da man eben nirgends jetzt wirklich offizielle Aussagen dazu kriegt, außer ich meine, was halt dann immer kommt an Reaktion, wenn überhaupt, wenn die nicht mal einfach sagen, das sehen wir nicht, ist seine meteorologische Einflüsse, ja, welche, da kommt dann nichts mehr, dann das erhöhte Verkehrsaufkommen, hast du jetzt gerade widerlegt teilweise. Ja, das teilweise. Kann ich absolut widerlegen, das stimmt. Ja, und dann natürlich Jet Engine Efficiency, also da geht es halt darum, dass diese Jet Engines, die Triebwerke irgendwie mehr Effizienz bekommen und das ist zum Beispiel so ein bisschen, das kratzt schon an der Oberfläche. Was effizient ist, ich meine, das ist ja völlig widersprüchlich. Wenn ich was habe, das effizient arbeitet, macht das nicht so einen riesen Dreckausstoß. Naja, andererseits könnte man auch mutmaßen, vielleicht hat es halt mit der Bauweise der Triebwerke zu tun, sondern mit dem Sprit oder der Beimengung. Also mit dem Sprit hat es sehr wohl zu also tun, weil es gibt einen neuen GP8, Sprit, ja. Das ist ein sogenannter Universalsprit, der heißt JP8. JP8, genau. Und das ist ein recht gefährliches Ding, weil das beinhaltet auch sehr viel Additive und krebserregende Substanzen. Und das wird zunehmend auch gebraucht, dieses JP8, also das ist bekannt. Ja, und da gibt es ja übrigens im Buch von Chris Haderer, über das wir auch schon mal eine Sendung gemacht haben, ich damals Chemtrails das Buch und der hat, glaube ich, ein ganzes Kapitel über JP8 geschrieben, das also auch recht interessant ist. Das kann halt bei allen Temperaturen überall vom Moped bis zum Jet alles betreiben. Toll, aber giftig, schlecht. Ja, ja, aber wie gesagt, also diese Chemtrails haben natürlich, das ist ein geheimes Projekt, oder? Und man weiß, es ist ja kein neues Projekt, dass man zum Beispiel Wetter verändern will, oder? Und das hat schon angefangen in der 30er Jahren mit Wilhelm Reich, der da in Südwestafrika seine erste Versuche gemacht hat mit seinen Orgonkanonen. Also von Südwestafrika, aber nicht von Organon habe ich was gehört. Wie bitte? Und von Organon habe ich gehört. Ja, Organon, das ist ja diese Art Orgonkanone, wo er den Himmel beschossen hat. Aber nicht in Südwestafrika, das war in den Vereinigten Staaten. Nein, er hat das auch in Südwestafrika gemacht. Und da hat er also sogar hingebracht, dass es Wolken bilden kann, die sich ausgeregnet hatten. Und das war ein sehr interessantes Experiment. Es gibt aber, Wilhelm Reich hat die Wettermanipulation natürlich ohne Chemtrails bewerkstelligt, hat aber auch hier und da... Silberjodid, das weiß man ja, dass die Chinesen jetzt gerade gemacht haben bei Olympia, also das gibt schon lange. Aber Wilhelm Reich hat es ohne Chemikalien gemacht, ohne nur mit diesen Cloudbustern. Und die Frage kommt immer wieder, das möchte ich dir kurz stellen, Cloudbuster, also das sind Cloudbuster, ja. Zur Bekämpfung dieser Chemtrails. Sprich, genau. Kannst du darüber was sagen? Anderes. Also darüber kann ich nicht sprechen. Ich weiß, was es ist, kann aber darüber nicht groß berichten, weil ich weiß nicht, weiß es funktioniert mit Kristallen und verschiedenen Sachen. Ich weiß auch nur, dass zum Beispiel man diese Cloudbusters kaufen kann auf dem Internet. Ich kenne auch einer, der in Bern das produziert. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es ungefähr. Das sind also solche Rohre. Kristalle weiß ich jetzt nicht unbedingt. Und diese Rohre müssen eigentlich auch über so einen Schlauch in einem fließenden Gewässer quasi geerdet werden und dann genaue Bauweise etc. findet man, gibt es inzwischen schon mehrere Versionen. Ja. Und man richtet es dann auf den Himmel und Hans Altmann zum Beispiel, ein Gast von mir, hat mit solchen Dingen schon experimentiert und durchaus erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Jetzt Chemtrails, was jetzt natürlich behauptet wird, ich meine, jeder, der das zum ersten Mal hört, fragt sich natürlich, was ist denn überhaupt los hier? Und da gibt es natürlich das Welsbach-Patent, also ich verweise da jetzt ein bisschen auf die vorhergehenden Sendungen, denn diese Dinge wurden alle schon etwas genauer behandelt. Ja. Du hast das vorher schon erwähnt, ihr habt also in diesem, dieser Journalist, der dich interviewt hat, hat also das Wasser, also in den darauffolgenden Tagen hat es nämlich angeregnet, er hat das Wasser untersucht und er fand darin, Barium und Aluminium, glaube ich. Er fand darin Barium, er fand darin Aluminium, er fand darin
gewisse andere chemikalischen Stoffe und auch ein Polymergemisch. Fand er die auch an anderen Tagen? Ja, der fand das auch an anderen Tagen und er fand das auch in der Region von Biel und von Murtensee, wo er wohnt. Das ist in der Nähe von Bern, fand er gerade die genau selben Stoffe. Aber Moment, ist es jetzt so, dass diese Konzentration ansteigt, nachdem sogenannte Chemtrails beobachtet werden? Also hat er da eine Korrelation feststellen können? Ja, absolut. Das heißt, wenn keine Chemtrails waren, hat er dann auch eine Gegenprobe? Wenn es geregnet hat, auch Wasser eingesammelt als Vergleichanalyse und hat das nicht gefunden. Und ihr habt jetzt auch Untersuchungen angestellt. Sind das jetzt diese Untersuchungen? Das sind diese Untersuchungen. Inzwischen waren vor ein paar Wochen sind Untersuchungen publiziert worden, die in Italien gemacht wurden, in der Molise, in der Gegend von Campobasso. Und auch dort sind die genau dieselben Resultate zutage gekommen. Und das wurde dann auch in den Medien in Italien publiziert. Und wurde, glaube ich, eine öffentliche oder offizielle Anfrage gestartet, was das alles soll. Es ist inzwischen in Holland, hat sich auch da ein Parlamentsabgeordneter ins Zeug gelegt, um die Regierung eine öffentliche Anfrage zu starten. Vor ein paar Jahren ist das in Griechenland passiert. Also es tut sich langsam schon was. Ja genau, und zwar war das 2005 Italo Sandi und Piero Ruzzante im italienischen Parlament. Und dann vor kurzem, glaube ich, Asimina Xirotiri und Fotis Kouvelis in Griechenland. Das weiß ich, also wer das war, weiß ich nicht, aber von Italien, das erschien vor 14 Tagen auf dem Internet. Aha, da gibt es jetzt wieder eine neue. Eine neue und das ist in der Molise und da haben sich die Leute richtig ins Zeug gelegt und gesagt, was soll denn diese Sauerei, oder? Und es gibt auch eine US-Petition, die von diesem Artikel aus verlinkt ist, Chemtrails and the European Parliament. Ja, das kann man runterladen vom Internet und dann das ausfüllen und den Behörden im jeweiligen Land auch unterbreiten. Ja, und der ist nämlich unglaublich. Also ich möchte nur den Anfang dieser Petition da kurz vorlesen. Und zwar... Unmarked aircraft are daily painting American skies with biohostile substances, and whereas aircraft which carry no identity markings cannot be identified as American and are therefore presumed to be hostile aircraft, and whereas these unmarked aircraft have been proven to be emitting substances which drift to the ground and are hostile to the health and well-being of American citizens, therefore it is concluded that Americans are and have been for years under attack and have become the victims of biochemical warfare. Also eine sehr erstaunliche Petition. Und wie wir jetzt gerade gehört haben, auch in Italien und Griechenland. Und dann gibt es dann diesen Herrn Eric Meyer, der dasselbe im Europäischen Parlament jetzt versucht. Ja. Aber alle die rennen da irgendwie gegen eine Steinmauer. Ja, das ist ja klar, weil da sind natürlich sehr hohe Interessen vertreten wegen dieser ganzen Geschichte, weil die haben natürlich verschiedene Anwendungen. Die erste Anwendung, die sie so halbherzig langsam zugeben, ist das von der Wetterveränderung. Da haben sie natürlich ein gutes Argument, das sei wegen der Erderwärmung und man müsste so ein Schild machen, um die Sonnenbestrahlung aufzuhalten und so weiter. Das geben sie langsam zu. Aber natürlich, dass das Ding ganz andere Anwendungen haben, die dann sehr viel schwärzer noch sind als diese Sonneneinstrahlung, Reduzierung, wie zum Beispiel militärische Anwendungen oder noch viel schlimmer, irgendwann uns noch besprayen mit irgendwelchen Biowaffen. Von dem wollen sie ja schon gar nicht sprechen und ich muss dazu was sagen. Vor ungefähr einem Jahr im Sommer war wieder so eine Riesenspray-Aktion in Bern und ich wohne mittlerweile nicht mehr in der Stadt, sondern im angrenzenden Landgebiet. Und da sind wir ein paar Hausbewohner, die alle einen relativ großen Garten haben. Und wenn arbeitet man am Garten am Samstag, Sonntag und meistens dann finden ja diese Sprühaktionen statt. Und wir haben alle drei, die zusammen am selben Tag im Garten gearbeitet haben, als diese Sprühaktion stattgefunden hat, zwei Tage später, wurden wir so krank, wir dachten, wir hätten einen akuten Grippenvirus. Es hat angefangen mit Nackenschmerzen, fürchterlichen Muskelschmerzen, sogar die Zähne haben mir wehgetan, ich habe Nasenbluten bekommen, wir haben so eine Art Hitzewallung bekommen, aber seltsamerweise war das Fieber nie über so 38 Grad und das ging sagenhafte 10 Tage, bis das vorbei war.
ich habe mein Blut untersuchen lassen. Die Dame hat auch ihr Blut untersuchen lassen. Da waren keine Grippenviren, aber das fühlte sie auch an wie eine ganz schlimme Grippe. Dabei bist du hundemüde und fühlst dich also wirklich ganz, ganz schlimm. Was auch noch ist, meine Nachbarn sind Kühe. Und Kühe haben ja keine Einbildung. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich jetzt immer wieder die Kühe husten, und zwar so laut, und zwar also stundenlang husten die Kühe. Hustende Kühe? Ja, die Kühe husten. Ich habe zum ersten Mal jetzt Kühe husten hören. Aber dem Ganzen gibt es natürlich eine berechtigte Frage, die Timo da im Chat stellt, und ich möchte sie jetzt so zwischendurch einmal stellen. Glaubt ihr wirklich, dass die Ausführenden, unter Anführungszeichen, also fast alle Piloten, so dumm bzw. außen? Die wissen das nicht. Die sind nicht informiert. Okay. Die Leute wissen überhaupt, die meisten wissen gar nicht, an was sie da teilhaben. Weil das ist ja gerade das, was da die oberen Herrschaften sich ausgedacht haben. Sie sagen jedem nur einen kleinen Teil der Wahrheit, so dass die meisten überhaupt keinen Zusammenhang sehen zwischen all den Geschichten. Und die auch meisten also Leute wissen nicht Bescheid. Ich habe gemerkt, dass auch Leute, unsere Regierungsvertreter, wir haben ja in der Schweiz eine sogenannte Demokratie, ich sage jetzt sogenannte, aber die Leute gucken dich nur blöd an und ich glaube denen noch, die haben keine Ahnung. Und viele Leute interessieren sich für nichts mehr. Das ist ja auch der Plan, dass man die Menschheit verdummt. Die Leute gucken nicht mal mehr an den Himmel. Es interessiert sie nicht. Ich arbeite in einer Firma mit 40 Leuten. Ich bin die Älteste, die anderen sind alle zwischen 3 und 27. Als sie diesen Artikel gelesen haben in diesem Blick, ja, gingen sie zur Direktion und haben mich angeschwärzt, unsere Firma täte eine Spinnerin einstellen. Oh, du lieber. Und man müsse mich entlassen. Also ich war daran, entlassen zu werden, weil ich für diese Firma Pressesprecherin bin. Also bin ich unglaubwürdig. Bis ich den Herrschaften sagen musste, es geht um euer Leben, um euer Überleben. Ihr wollt ja auch mal Kinder haben. Macht doch mal die Augen auf, schaut mal die Unterlagen und alles an, schaut meine Fotos an und dann könnt ihr über mich urteilen. Aber ich war an einem Haar dran, entlassen zu werden. Mhm. Und wie hat sich das inzwischen gewandelt? Also haben sich manche damit beschäftigt? Jein. Ja? Ich möchte das am liebsten nicht wissen, das macht mir Angst. Ist sagen wir, von 100 Fällen sagen wir 99% der Leute, du, das interessiert mich alles nicht, das macht mich ganz krank. Da habe ich gesagt, ja, das macht dich krank. Ja, und also im Chat wird jetzt nur mal in Großschrift geschrieben, was das Ganze da unbedingt viel leserlicher macht, aber okay. Und wir hier wissen es, aber Piloten nicht, fragt er weiter. Ich meine, es ist ja wirklich komisch, ich meine, die Piloten sehen das ja, ich meine, ich hab auch schon, sind auch auf diesen Seiten um, auch schon aus dem Flugzeug Aufnahmen versucht. Ja, ich habe auch viele Ja, aber die Piloten sehen das ja auch, ne? Also, ja, und hast du schon mit Piloten gesprochen? Was sagen die? Ich habe mit Piloten von uns gesprochen, die sagten, ja, das sind da diese komischen neuen Fuels, die da gebraucht werden, aber die haben auch keine Ahnung. Die gehen ja nicht nachschauen, was ist die chemische Zusammensetzung. Aber die haben von komischen neuen Fuels gesprochen, die da gebraucht werden. Haben sie da irgendwas mehr drüber gesagt? Nein, sie haben nur gesagt, ja, wir brauchen neue Fuelsorten und so weiter, aber länger gingen sie nicht darauf aus. Oder ein, beziehungsweise, nee, das interessiert die gar nicht groß. Okay, aber Dreh- und Angelpunkt ist natürlich wie so oft der Nachweis. Und jetzt, ihr habt also Bodenproben entnommen. Also nicht Bodenproben, Wasserproben. Also Wasserproben, Entschuldigung. Und an Orten, oder wo man vorher auch andere Wasserproben genommen hat, beziehungsweise Regenproben, da waren diese Bestandteile nicht drin. Ich gehe bei dir einig, dass sehr viel heute alles versifft ist. Also das muss man ja klar sehen, sei das dass die Seen und das Wasser. Aber einen ganz interessanten Artikel, den ich leider dir nicht zugesandt habe, der erschien in der Neuen Zürcher Zeitung. Und das war vor, 2003 oder 2004. Da wurden von der Schweiz aus, von offiziellen Stellen, verschiedene Wasserproben von Schweizer Seen gemacht. Wieso, weshalb, weiß ich nicht genau. Und da waren Proben publiziert von Bergseen in der Schweiz, die sehr stark mit solchen Sachen verseucht waren. Und die offizielle Antwort des Bundes auf die Anfrage vom Journalisten war, der Grund, weshalb so viel Aluminium und Barium da drinnen enthalten sei, dass ein Munitionsdepot in der Ukraine explodiert sei.
Okay. Ich meine, da müsste man ja... In der NZZ, also die... Ja, das ist Quatsch. Ich mein, naja, also und ich habe den Artikel noch, ich kann dir den zusenden. Also ich dachte, wo ich das las, habe ich gesagt, nein, also wie lächerlich kann es noch werden? Also ich glaube, das ist Quatsch. Ich meine, da müsste man ja allen möglichen Dreck andauernd mitkriegen. Das Interessante ist natürlich, dass da eben Aluminium und Barium gefunden wird. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, wo das sonst noch überall vorkommt, muss ich natürlich gestehen. Aber genau das sind die Bestandteile des Welsbach, der sogenannten Welsbach-Partikeln. Genau. Nur kurz, die bringt man in die Atmosphäre auf, ebenso in 10.000 Meter Höhe, glaube ich sogar. Das ist eh so die Idealhöhe. Und die verbinden sich dann zu diesen Welsbach-Partikeln, also Barium und Aluminium wird da irgendwie versprüht, aufgebracht. Ja, und das wird über ein Polymer gemischt als Trägersubstanz, wird der Himmel damit geimpft. Und ich habe das erlebt, als ich in Frankreich war, in Lyon, zu Hause bei meinem Vater. Ich habe zwei kleine Großneffen, die spielten im Garten und ich sah das zuerst gar nicht. Dann guckte die Kleine am Himmel und sagt, oh, guck mal, da sind alle Silberfäden, die runterkommen. Sag ich, Silberfäden? Dann schaue ich in den Himmel. Das sah aus wie der ganze Himmel voll von Spinnengewebe war. Die glitzerten so am Himmel und dann sah ich natürlich auch die Chemtrails. Und dann habe ich sofort die Kinder genommen, hat meine Schwester gesagt, du nimm die Kinder sofort rein, geh die duschen und die Haare waschen. Jetzt kommt dieses Dreckszeug runter. Das ist ja unglaublich. Und ich habe das zum Teil mit Pinzetten dann aufgelesen, habe das in eine Aluminiumfolie getan, um das in ein Labor zu bringen. Also und diese Polymere fallen zum Teil vom Himmel, die sieht man. Also wie Engelshaare kommt das runter. Und du bist nicht die Einzige, die sowas beobachtet hat. In den Staaten hat man das vielfach beobachtet. Ja. Ich habe auch schon mehr Krieg von Leuten, die also diese Silberfäden da eben gesehen haben überall. Und das klebte überall. Also wir haben einen 3000 Quadratmeter großen Garten. Das klebte überall. Auf den Blumen, auf den Bäumen, auf den Büschen. Es war alles voll. Unter Ulmen hat einen sehr guten Vorschlag, nämlich film doch einmal diese hustenden Kühe über einer Vorstellung. Ja gut, das kann ich mal machen. Und schick mir das doch, weil ich das dann, wenn du mal schickst, das dann vielleicht gern zu dieser Sendung einmal dazu verlinken. Vielleicht kannst du mir das irgendwie so als AVI oder als MPEG, irgendwas Webfähiges, möglichst komprimiert. Und dann lade ich das dazu. Ja, würde ja gerne mal sehen. Also ich habe das noch nie vorher gehört, dass Kühe so husten. Ich habe noch überhaupt nie was von Husten gehört. Ja, ich wusste das auch nicht. Gott, ich bin kein Tierarzt, keine Ahnung. Aber das ist so ein raspelndes Husten und das ging also eine gute halbe Stunde. Okay, aber vielleicht kannst du mal einen Veterinär, oder vielleicht kann ich mal einen Veterinär fragen, wie oft sie... Du wohnst wahrscheinlich auch schon länger dort und nebenan früher haben die Kühe nicht gehustet. Also ich bin auf dem Hof aufgewachsen in Frankreich, auf dem Bauernhof, einem großen Bauernhof. Die hatten Kühe, die teilweise mal einmal gehustet haben im Stall. Die hörte ich kurz so machen, so ein Raspeln. Sie kann das nicht nachmachen, aber es ist so ein raspelndes Husten. So vielleicht einmal, aber nicht eine halbe Stunde lang und nicht, dann war es eine einzelne Kuh, aber nicht eine ganze Kuhherde. Ja, das wäre interessant. Ich meine, vielleicht kann ja irgendwer was damit anfangen. Irgendwer, der sich halt damit auskennt. Also der Kater war 2 Tage lang krank, hat gekotzt, was das Zeug will, und hat eine ganz tropfende Nase gehabt. Mhm. Und das hat er öfters, wenn dieses Zeug da passiert. Und ich habe inzwischen natürlich viele Leute darauf aufmerksam gemacht im Zug, weil ich reise ja pro Tag 2 Stunden im Zug und habe mittlerweile viele Leute darauf aufmerksam gemacht. Die gucken jetzt und die rapportieren mir dann jeweils, jetzt waren wir Velofahren mit der Familie, wir hatten am Abend alle tränende Augen und viele Leute berichten mittlerweile über praktisch chronische Sinusitis. Oh ja, ich zum Beispiel. Ja, ich auch. Ja. Und viele andere, die ich kenne. Und ich habe dann inzwischen auch das gemacht, dass ich mit Apothekern gesprochen habe, also Besitzer von Apotheken da, wo ich regelmäßig Sachen hole. Und die auch darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ja, sie sollen doch mal beobachten und mir berichten, wenn dann solche Streifen am Himmel sind, ob sie viele Leute hätten, die in die Apotheke kommen und irgendetwelche nach Asthmasprays fragen oder irgendetwelche Tropfen gegen brennende Augen und so weiter. Und? Ist da eine Korrelation? Also hat gesagt, ja, das gibt's oft und es gibt's oft, wenn das Wetter schön ist am Wochenende. Ich sage, ja, sehen Sie, das ist genau, was ich Ihnen gesagt habe. Und ich habe dann gesagt, oder können Sie das, Sie haben ja sicher irgendwann einmal im Jahr ein Zusammentreffen von Schweizer Apotheker oder weiß nicht was. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Ihren Kollegen sagen könnten, dass Sie sich
dass sie auf das aufmerksam gemacht werden. Oh, das wäre sehr spannend, denn die haben wirklich die Möglichkeit, da irgendwie Statistiken zu führen, die man normalerweise nicht führen kann. Ne? Und besonders, oder wo es sehr wichtig wäre, wäre Interviews durchzuführen mit Leuten, die in der Landwirtschaft oder Bauarbeiter zu interviewen, weil die sind ja am meisten der Geschichte ausgesetzt. Unglaublich. Es gibt da ein Schulbuch von Will Thomas, hast du von dem schon mal gehört? Nein. Solutions for Global Warming. Mhm. Und darin wird sogar vorgeschlagen, dass man doch derartige Dinge, also dass man über künstliche Wolken, die über Kondensstreifen ausgebracht werden, dann irgendwie Global Warming bekämpfen möchte. Ne? Wenn man jetzt das ist ja ein Witz, oder? Jetzt, offenbar also nicht. Global Warming hat ja gar nichts, also Entschuldigung, ich darf das vielleicht so nicht sagen, aber mit uns noch sehr wenig zu tun. Also jeder. Da gibt es viele, die das behaupten, ja? Wie bitte? Da gibt es sehr viele, die deiner Meinung sind, ja? Ja, das kann ja jeder nachschauen. Wenn er ein Internet hat, da geht er schauen. Ich habe sämtliche Fotos von Mars, Jupiter, Saturn, Uranus gemacht. Allein vom Mars sieht man ja, wie das Eis schmilzt Jahr für Jahr immer mehr. Man sieht immer mehr Stürme auf dem Mars. Auf dem Jupiter sind zwei große neue rote Augen erschienen, wo man denkt, wo man also echt Angst hat darauf. Hast du selber Fotos gemacht dieser Planeten? Also, ja sicher, da kann ja jeder rauf auf dem Internet, kann man diese Fotos runterladen. Also runterladen, weil das mit Teleskop selber, aber okay. Nein, das sind mit Satellitenaufnahmen, ja, ja, die von klar, der NASA offiziell ins Netz gestellt werden. Ich weiß, das ist eines der Paradoxon, die es da mit der globalen Erwärmung gibt, sie findet nämlich nicht nur auf der Erde statt. Nein, die findet im ganzen Sonnensystem statt und ich muss immer lachen, wenn die Leute das erzählen, diese ganzen Geschichte, wir seien schuld. Also Entschuldigung, jeder, der gut in der Schule zugehört hat und zu denen gehörte ich, weil ich interessierte mich sehr für Geschichte und Geografie, da habe ich gelernt, dass die Römer bis nach Schottland gegangen sind, und zwar in Sandalen und kleinen Röckchen, ja, und die haben also bis nach Schottland oben Reben angepflanzt und in der ganzen Schweiz im Mittelland haben die Weizen angepflanzt, also Weizen heute in der Schweiz kann man ohne Dünger nicht anpflanzen, das würde gar nicht kommen, und Reben in Schottland gibt es bis heute kaum, also war ja dann das Klima wärmer. Und ja, wenn man im Mittelalter war es eine Zeit lang, hatten wir eine kleine Eiszeit, also das ist ein totaler Schrott, da verdienen sich wieder die großen Herren Millionen und Milliarden mit dieser Angsteinflößung, das hat mit uns nichts zu tun, oder nur das Bodenozon hat mit uns zu tun und die Verpestung der Flüsse und der Seen, das alles sicher, aber nicht die großen klimatischen Veränderungen haben mit dem Menschen nichts zu tun, das hat es immer schon gegeben. Ja, da gibt es letztens einen sehr interessanten Vortrag eines Klimaforschers aus Amerika gehört, leider fällt mir jetzt glaube ich der Name nicht mehr ganz ein, aber der hat auch von dieser Wärmeperiode gesprochen und von Reben in Schottland und so weiter und hat dann ausdrücklich darauf hingewiesen, dass also in den Lehrbüchern dann steht und daraufhin habe sich das Wetter, das Klima verschlechtert. Ne? Ja, also wenn es jetzt wieder wärmer wird, muss das jetzt unbedingt... Ich habe in der Schule in Frankreich, ich ging in Frankreich in der Schule, haben wir von meinem Geschichtslehrer so Akten aus der Kirche bekommen, aus dem 13., 14., 15. Jahrhundert, die er noch bekommen hatte, um Untersuchungen zu machen über Familienzusammenstellungen, wie viele uneheliche Kinder und so weiter. Und die Pfarrer haben jeweils immer das Wetter eingeschrieben in diesen Heften. Und da war sehr interessant zu sehen, oder dass sie ganz schlechte Sommer hatten. Da stand geschrieben, dass es im Juli geschneit hat, dass Leute Hunger gehabt haben. Das weiß man ja von den großen Hungersnöten in Europa, weil das Wetter so lausig war jahrelang im Mittelalter. Und dann sind ja dann auch als Konsequenz davon diese Riesenseuchen ausgebrochen. Es gab ja Zehntausende von Toten. Aber darüber spricht heute keiner mehr. Naja. Das Bienensterben zum Beispiel ist auch so eine Sache, wo eigentlich keiner so richtig weiß, warum die verenden. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, dass Bienen sehr anfällig sind auf elektromagnetische Strahlung. Und ja... Und ja, also ich kann Timo nur zustimmen, wenn es jetzt globale Erwärmung im gesamten Sonnensystem gibt, dann ist es natürlich so, dass die Sonne der erste Anlaufpunkt auf der Suche nach einer möglichen Ursache ist. Das kann sehr wohl sein, ja. Die Sonne ist zwar im Moment überhaupt nicht aktiv, was auch die Wissenschaft sehr irgendwie stutzig macht. Also die hat seit jetzt mindestens 3 oder 4 Monaten kaum mehr eine Aktivität gezeigt. Kaum mehr Sonnenflecken. Aber man sagt, vielleicht ist das die Stille vor dem Sturm. Die Stille vor dem Sturm, der 2012 kommt. Da ist nämlich das nächste Maximum. 2012, ich glaube, das kommt vorher, weil dieses Datum 2012, naja. Ist immer Datum. Datum. Jetzt...
Was ist jetzt der Grund für diese Chemtrails? Und da kommen wir jetzt natürlich ins Spekulative, völlig klar. Also spekulativ, sage ich jetzt. Spekulier mal dahin. Also Spekulation ist nicht, dass man das Wetter verändert, das ist eine Tatsache. Spekulation ist auch nicht, dass das militärische Zwecke hat, weil das Militär hat sogar zugegeben. Aber was Spekulation ist, ist, was noch damit geforscht wird. Und ich sage es jetzt mal ganz krass und offen, was ich denke, was es ist. Irgendwann werden die uns besprühen mit was, weil die haben beschlossen, schon längere Zeit, und da ist auch die WHO dahinter und die UNO, dass wir viel zu viele Menschen sind auf diesem Planeten und dass im Prinzip dieser Planet mit Maximum die Hälfte, also mehr nicht tragen kann in Zukunft. Und dann kann man die Leute, AIDS hat ja auch nicht funktioniert und H5N1 funktioniert nur noch bei den Asiaten und die Pille funktioniert auch nicht und überhaupt. Und wenn man das von oben macht, ja dann Prost. Also was glaubst du da jetzt konkret, dass da... Also ich glaube ganz konkret, dass da ein Riesenplan ausgearbeitet wird, über kurz oder lang die Menschheit zu reduzieren. Wie schlimm, dass das auch tönt, aber da bin ich überzogen, dass das Endziel davon ist. Naja, gut, das mag aber schon das Endziel... Aber das ist eine Spekulation, aber komischerweise, weshalb wird man von diesen Dingern krank? Naja. Gut, das mag das Endziel von irgendjemandem sein, das ist noch lange nicht gesagt, ob es erreicht. Eine sehr unangenehme Geschichte in dem Zusammenhang, Chemtrails und Morgellons. Da gibt es übrigens einen eigenen Thread von Anselm im Forum. Morgellons Disease. Ja, das habe ich gehört davon. Also das ist eine ganz üble Geschichte. Sehr übel, ja. Sehr üble Geschichte. Und man hat sich über diese Menschen, die darunter leiden, also nur lächerlich gemacht und gesagt, die seien nicht... Was ist denn das für eine Krankheit? Kannst du das kurz schildern? Also man vermutet, also ich sage jetzt mal, das ist eine Krankheit, die sich äußert durch irgendwelche Fremdkörper unter der Haut, die sich dann da versuchen rauszuschaffen und ganz grauslige, so oberflächliche Hautläsionen machen. Und das muss bei den Leuten kribbeln und krabbeln und die halt zum Wahnsinn treiben. Das sieht, also man sieht auf dem Internet Fotos von den Dingern. Das sieht furchtbar aus. So furchtbar sieht das aus. Das sind Fasern, die da fast also rauskommen. Also grausame, auch farbige Fasern. Ja. Eine blaue, rote, weiß der Kuckuck was. Aber was weiß man, was, also ich weiß nur vom Fernsehen und von den Medien. Linda dass, Hau hat da auch einiges ja, dass hat. Unser Essen immer mehr mit Nanosachen vermischt wird. Auch Verpackungsmaterial mit so Nanotechnologie, also da kann jeder schauen auf dem Internet und da schauen. Also das sind auch Zusatzstoffe zu Nahrungsmitteln. Weiß der Kuckuck, was da auch noch reingemischt wird, dass das möglicherweise mit Chemtrails zu tun hat. Aber das kann ich, also sag ich mal, kann ich noch nicht ganz glauben, aus dem Grund, dass das in Europa noch nie, also ich habe von dieser Krankheit in Europa noch nie gehört. Wobei ich sagen muss, dass in Amerika dieses Chemtrail-Phänomen schon sehr viel länger stattfindet als bei uns in Europa. Ja, und also wenn man zum Beispiel diesen Forum-Thread anschaut, der zu dieser Sendung heute gehört, ja. Da sieht man dann jemanden in Las Vegas, wie er eben diese Aufnahmen macht. Und das ist absurd, was er da abspült. Und der also lässt da einigen Sarkasmus auch raus, indem er sagt, das war jetzt ganz normal, nur keine Sorge. Und man sieht da also diese länglichen Wolken, sage ich mal, die den ganzen Himmel aus. Ja, ja. Also gut, dass die möglicherweise in Amerika was ausprobieren, was bei uns glücklicherweise noch nicht ist, das kann auch sein. Vuitton schreibt zum Beispiel, Morgellons entstand, dass die Amis Glasfaser statt Polymere verwandten. Ich nehme an, jetzt... Glasfasern bei was? Schreibt er da jetzt leider nicht, aber du hast ja auch, also diese Polymere wurden ja auch, wie du jetzt schon geschildert hast, Also die Fallout kommen vom Himmel runter, die sah man sehr gut. Also ja, da gibt es auch einiges im Netz, was man sich anschauen kann. Das sind so wie Perlenketten, sieht das aus, ganz, ganz fein. Und ja, und aus, also von Morgellons Betroffene klagen dann eben auch über so faserartige Strukturen, die aus ihrer Haut rauskommen. Das ist grauenhaft. Nein, das ist grauenhaft. Und man wird da wirklich irgendwie so, das ist wieder mal so ein Thema, wo man ständig mit seinen Urängsten konfrontiert wird. Ja, also ich muss sagen, also es ist schon, wenn man so einen Fremdkörper in sich hat und dieses Zeug krabbelt und kribbelt unter der Haut und macht sich halt wahnsinnig, finde ich natürlich ganz was Schlimmes. Ja, Gott. Aber wenn man sieht, oder diese Nanotechnologie, die wird heute bereits in unseren Esswaren sehr stark benutzt. Also man kann sich da mal gescheit machen auf dem Internet.
wenn man eingibt. Ja, auch in der Kleidungsindustrie und so weiter. Und Ernährung oder irgend sowas. Also Kleidungsindustrie. Bekleidungsindustrie und überall. Also diese Stoffe sind überall. Tja. Ja. Was ich eben auch sehr spannend gefunden habe, ich weiß nicht, ob du die Einleitung gelesen hast, ist, dass also mittlerweile zum Beispiel auf Wikipedia die Beschreibung eines normalen Kondensstreifens, ja, ja, da steht dann, auch können die sonstigen Aerosolpartikel der Flugzeugabgase noch über Tage und vergleichsweise großräumig die Wolkenbildung verstärken. Mhm. Ich meine, das war doch früher nicht so, oder? Nein, das war nie so. Also, weil, das ist nämlich das Lustige, weil ich schon langsam, man glaubt ja wirklich, man spinnt. Also mir geht es so ähnlich wie dir, als du diesen Tower angerufen hast. Ja, ja, die sagen mir, nein, wir sehen nicht. Ich lese da eben. Ja, bitte sehr, braucht ihr Brillen oder was? Oder ja. Wenn sie nicht sehen, dann sind sie im Tower am falschen Ort, habe ich gesagt. Dann ist das gerade gemeingefährlich, wenn sie nicht sehen. Das ist nämlich dann das Lustige, weil jetzt werden auf einmal Kondensstreifen so beschrieben wie Chemtrails und damit einfach behauptet, und somit gibt es keine Chemtrails. Ja, ja, das ist ein komisches Argument. Ja, ja. Denn wenn es jetzt wirklich Wolkenbildung gibt, die durch Flugzeugabgase verstärkt werden etc. oder verstärkt wird, dann okay, dann nennen wir es nicht mehr Chemtrails, nennen wir es halt Kondensstreifen wieder. Ja, ja. Es ist ja völlig wurscht, wie wir es nennen. Hey, das ist irgendwie nicht okay, wenn der ganze Himmel verhangen ist durch, wie du es auch beschrieben hast, milchig weiß und ekelhaft. Der ganze Himmel ja. ist eine absolut dichte Schicht, also es gibt kein blaues Löchlein, eine ja. ganz dichte weiße Schicht. Ja, das stört niemand, das ist da komisch. Du gehst zum Beispiel ins Freibad da in Graz und es ist ein wunderschöner blauer Himmel, ja, und dann kommen diese Dinger darüber, ja. und es ist einfach um 3 am Nachmittag ist vorbei ja, mit ja. dem wunderschönen blauen Himmel. Aber und dann, wenn es mit irgendjemandem redet, so es ist und da, das Interessante ist, wenn das gemacht wird, das ist nämlich das Interessante, wird natürlich auch zum Teil tagsüber gemacht, aber sehr oft ist mir aufgefallen, wird es am Samstagmorgen früh, zumindest über der Schweiz, Samstagmorgen früh und Sonntagmorgen früh, wenn noch keiner auf ist. So meistens so zwischen 4, 5 oder 6 Uhr. Spätestens 6 Uhr. Also wenn du aufstehst, meistens der Normalbürger aufsteht, so um 8, ist der Himmel schon ganz weiß. Ja. Ja, ich meine, viele Leute wollen das einfach nicht wahrhaben, dass nein, das... Nein, die wollen es nicht wahrhaben. Ich meine, schon langsam muss man es aber wahrhaben, weil es ist so. Ja, aber das Problem ist, wie ich dir gesagt habe, bei mir in der Firma, alles Leute, die in der Fliegerei arbeiten, sie sagen, ich will es nicht wissen, das macht mir Angst. Ich will es nicht wissen, sagen dir viele Leute. Sie wollen es nicht wissen. Ja, aber sie wissen es ja. Ich meine, sie wissen es ja, sie wollen es nicht sehen. Ja, also sie müssen es ja sehen, dann, ja, oder? Die Wetterprognose am Tag vorher, oh, am Sonntag ist schön, alle freuen sich. Oh, komm raus, was ist denn das da? Ja, und es gibt also natürlich haben Chat ein paar, die irgendwie das einfach nicht glauben können und irgendwie nicht glauben können, dass diese Piloten so gewissenlos sind etc. Aber nein, die Piloten sind nicht gewissenlos. Naja. Die Piloten interessieren sich nicht um die chemischen Bestandteile im Fuel. Also naja. Ich kenne die Leute, man überschätzt Piloten, sind zwar nicht keine dummen Leute, aber die interessieren sich dafür, ist meine Maschine sicher, ist der Motor gut gewartet, klappert da nichts, wie alt ist meine Maschine, wie viele Passagiere habe ich an Bord, stimmt das Gewicht, also das kenne ich aus dem FF, aber das sind Leute, Entschuldigung, besser ausgebildete, ich will jetzt keinen Berufsstand in Verruf bringen, aber das braucht keine Superqualifikationen. Ja, sind Busfahrer ein bisschen besser. Ja, das hast jetzt du gesagt. Ich will kein Büro. Busfahrer sind mir sehr wichtig, weil die haben sehr viel mehr. Das sind alle total wichtig. Sehr aufzupassen, weil der Verkehr auf der Straße und in der Stadt ist viel größer als da oben im Himmel. Ich meine, das Flugzeug fährt ja der Computer heutzutage. Ja, aber ich meine, die haben sicher noch immer genug um die Ohren, als dass sie sich jetzt ja, immer ja. darum Gedanken machen, warum. Obwohl sie vielleicht auch sollten und manche es sicher tun, aber aus dem vorher von dir beschriebenen und auch und ich habe mit Piloten von uns gesprochen. Ich meine, ich kenne ja viele von unseren eigenen Piloten. Ja, ja, sie haben das gesehen. Ja, was ist denn das? Ja, pff, ja, ja, so quasi. Ja, was soll's, ja? Der Alltag, so, ja. Aber sie interessiert sie nicht, weil sie fliegen ja darüber, nicht darunter. Oder auf derselben Höhe. Naja, aber irgendwann müssen sie wieder runter. Also ich habe zum Beispiel über Italien habe ich, also war ich im Flugzeug zurück von Asien nach Europa und habe da zum Fenster rausgeschaut. Ich habe immer die Kamera dabei, weil man sieht sonst auch noch interessante Sachen, wenn man runterschaut, so über Afghanistan und Iran und so weiter und so fort.
Und wenn man da rausschaut und da über diesem Italien flog eine Maschine, die war vielleicht, ja, 2 Kilometer entfernt von uns, die hat so dicke Streifen da hinten rausgelassen. Ich habe gedacht, die müssen da mal rußen in ihren Motoren, das ist ja fürchterlich. Und das kam also so gelb-bläulich da raus, also fürchterlich. Ekelhaft. Man müsste einfach aber, und das ist das, was mir ein bisschen verwundert ist, bis heute eigentlich ist keiner mit irgendwie einem Wetterballon oder irgendwas da raufgeflogen und hat direkt Proben genommen aus diesen Campus. Ja, oder das finde ich auch etwas komisch. Ja. Ich habe mich von einem. Vielleicht haben sie es gemacht, aber nicht publiziert. Ja, na gut. Aber ich habe von einem Hörer, beziehungsweise von jemandem, der sich mit einem ganz anderen Thema eigentlich beschäftigt, nämlich Bewusstseinskontrolle, ja, was aber irgendwie überhaupt vielleicht auch damit zu tun hat, zu dem ja, möchte dann am Ende, Moment. Dass das auch eine Verlängerungsart von Moment. Ahab ist. Zu dem möchte ich auch noch kurz kommen, aber er hat zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, und zwar erst auf die DOAES, heißt das, differenzielle optische Absorptionsspektroskopie gestoßen, ja, die im Institut für Umweltphysik in Heidelberg, ich glaube entwickelt, aber zumindest betrieben wird. Ja. Und da kann also relativ unaufwendig, also mit braucht man nur einen Wetterballon raufschicken und dann hat dann irgendwie mehrere Messpunkte. Ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden. Mhm. Es ist jedenfalls eine Absorptionsspektroskopie, das heißt, da werden also gewisse Teile aus dem Licht, Sonnenlicht nicht mehr an, rausgefiltert und man kann dann über, wenn man den Winkel weiß und so weiter, feststellen, welche chemischen Stoffe das bewirken. Und so könnte man nämlich, wenn ich das richtig verstehe, eindeutig nachweisen, in diesem Kondensstreifen, nennen wir es wieder Kondensstreifen, ist kein Problem, sind es halt keine Chemtrails, sondern Kondensstreifen, die über Tage hinweg das Klima verändern. In diesem Kondensstreifen also befinden sich jene und jene Stoffe. Und das sollten wir jetzt wirklich endlich machen, finde ich. Ja, also wenn man Zugang hat zu solche Möglichkeiten, ich möchte das fürs Leben gerne. Ja, ich meine, jeder, der das jetzt anzweifelt, keine Ahnung, lasst also ein paar tausend Euro springen oder ein paar zehntausend und untersucht das. Boden zu prüfen oder wenn das runterfliegt, aber da oben zu prüfen, am liebsten möchte ich dann beim Flugzeug dann Fenster aufmachen und Röhrchen raushalten oder irgendwas. Ja. Das kann ich leider nicht. Ja, das ist halt in 10.000 Meter Höhe in der Zerratzahn. Das Problem ist, oder die Herrschaften, die dieses Zeug oder da über unsere Köpfe streuen, die haben nichts Interesse, uns da zu helfen, rauszufinden, was das alles ist. Offensichtlich. Wieder etwas spekulativer. Du hast auch einen, den habe ich auch von diesem Artikel aus verlinkt, und zwar auf der Seite von Jeff Renzi erschienen, What Chemtrails Really Are. Und da geht es also in die Richtung, die Verbindung HARP Chemtrails. Also HARP ist dieser ionosphärische Aufheizer, da steht einer in Alaska. Es gibt aber, glaube ich, 3 große auf der Welt, also die Russen haben auch einen. Und da wird also die Ionosphäre mittels sogenannter Elfwellen stimuliert, etc. Gibt es auch eigene Sendungen drüber, einfach im Archiv suchen. Und das geht umso, und wenn man jetzt also diese Atmosphäre mit diesem Aluminium zum Beispiel anreichert, dann mutmaßen viele. Solche Vermittlung, also solche Übertragungen zu machen, oder? Ja, wie schaut denn da der Zusammenhang aus? Hast du da ein bisschen was herausgefunden? Ich bin kein Physiker, aber ich habe mich schon damit befasst, oder? Weil dieses HARP-Thema, das befasst, also mit diesem Thema befasse ich mich schon sehr, sehr lange, weil der Nick Begich, den habe ich mal einen Vortrag erlebt in Amerika, das ist einer der Erste, der über dieses ganze HARP-Problematik da die Welt informierte, was da läuft. Ganz interessanter Mann, Nick Begich. Aus Alaska, passend, und hat sich auch mit Bewusstseinskontrolle und auch mit Chemtrails beschäftigt, aber vor allem auch mit HARP. Ja? Genau. Und eben, was dieses HARP alles kann, das kann man alles entweder in deiner Sendung oder auf dem Internet nachschauen, aber das hat mit Frequenzeinstrahlungen zu tun, oder? Und wenn man diese Partikel fixieren kann auf einer gewissen Höhe, könnte das auch benutzt werden zu unredlichen Zwecken, sagen wir mal so. Weil man kann dann auch das Hirn des Menschen beeinflussen. Ja, ja. Da plane ich übrigens eine Sendung drüber. Das ist ja wieder so ein Albtraum-Thema. Das ist eine ganz fürchterliche Geschichte. Oh Gott. Ja, aber das ist sehr spannend. Und wie gesagt, ich meine, ein anderes Thema, für was brauchen wir so viel Natel-Antennen, oder? Und ob diese Dinge auch nicht das mit so viel eventuell was? Für sowas dann gebraucht werden, weiß Gott. So viele was? Natel-Antenne, also wie sagt man, diese Mobilfunk. Mobilfunk. Ah ja, also das frage ich mich schon seit Jahren. Aber okay, es müssen halt, was weiß ich. HARP
Es kann da durchaus einen Zusammenhang geben und vor allem auch, wie wir heute schon gesagt haben, die sogenannten Düppel, mit denen man uns da bedüppelt, die also vom Militär verwendet werden, wo man auch sagt, na, es sind zwar irgendwie Metalle, die da ausgebracht werden oder weiß der Teufel was, aber man hält das alles für völlig unbedenklich. Klar, ja, andererseits also im Krieg. Ja, mein Gott, weiß heute jeder, dass das also einer der Verursacher ist von Alzheimer-Krankheiten. Oh ja, genau. Nimmt ja auch zu, ne? Nimmt ja auch zu. Okay, also um jetzt nicht alle völlig zu deprimieren. Ich meine, es gab in Graz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, unlängst eine Chemtrails-Plakataktion. Da hat einfach jemand ein Plakat gemacht. Das ist ja toll. Habe ich da leider nicht zukommen lassen. Hat einfach das selber bezahlt. Chemtrails, schauen Sie in den Himmel oder informieren Sie sich im Internet. Ich habe da auch Fotos. Bei mir in den News findest super, du das. Ne? Wenn ich das machen könnte. Oh ja, aber brauchst du nur bei mir in den News schauen. Super. Einfach in den, im Archiv. Ich das da runter, das ist ja total. Unter Old News, ich kann es da schicken. Jedenfalls ganz großartig. Nur, es hat schon ein paar Leute dazu bewegt, vielleicht in den Himmel zu schauen, aber was kann man da jetzt tun? Wie kann man sich schützen? Also ich kann nur so sagen, man kann das tun, was ich tue, auch aufs Risiko hin, dass man sich lächerlich macht. Wenn jemand Kontakt hat zu Behörden, mit Behörden sprechen, mit Vertretern von der Regierung, wenn sie sie kennen, Interviews geben, irgendwas, Informationen sammeln, Fotos machen, egal was man dann macht, was einem in seiner Möglichkeit steht. Als Pressechef habe ich jetzt das Glück, dass ich Zugang habe zur Presse und gewisse Sachen reingeschmuggelt werden können und das somit kann man natürlich sehr viele Leute darauf aufmerksam machen. Und wenn man so jemand ist wie du, der das Glück hat, eine Radiostation damit zu betreiben, das ist natürlich noch toller. Aber es können auch Leute im ganz kleinen Rahmen was machen, oder? Indem man Fotos macht, Material sammelt. Immer wenn diese Spreierei ist, die Zeit notieren, das Datum notieren, wo habe ich das gemacht? Wenn diese Irisationen am Himmel, um das klar auszudrücken, was das sind so regenbogenartige Farben am Himmel sind, nach diesen Spreiaktionen auch Fotos machen, notieren, irgendwie so ein Bordheft betreiben und wenn man dann genügend Sachen zusammen hat, mit anderen sich treffen, das austauschen und dann zu seinen regionalen Vertreter gehen und sagen, so, dann habe ich jetzt das und das und das und ich möchte und ich verlange, dass Sie jetzt dieser Geschichte nachgehen. Gibt es in deinem, also du beschäftigst dich schon sehr lange damit, und da kennst du auch viele Leute, die das auch tun. Gibt es da irgendeine alternative Erklärung, warum sich Kondensstreifen so verhalten, wie sie es tun, außer dass da irgendwelche anderen Substanzen beigemischt sind? Gibt es da andere Erklärungen, die du für plausibel halten würdest? Also die Standarderklärung, die immer gegeben wird, ist Außentemperatur, Windverhältnisse, Feuchtigkeitsgehalt der Luft und so weiter und so fort. Aber ich meine, das fällt alles sehr schnell um, diese ganze Geschichte, weil das ist einfach nicht so. Bis jetzt habe ich keine alternative Erklärung dafür, dass man schachbrechtartig über der Stadt Bern fliegt, die kaum einen Flughafen hat. Ich meine, wenn man die Fakten sieht, dass ich mache einen Aufruf, soll sich doch mal jemand bei uns melden, bei dir, bei uns, bei anderen und mal eine Gegenerklärung heben, die Hand und Füße hat. Aber ja, bitte, habe ich keine bekommen. Ja, auf das warte ich. Ich warte auf irgendjemanden, der mir erklärt, warum jetzt auf einmal Kondensstreifen Wolken erzeugen sollen, die über Tage das Wetter verändern. Warum das jetzt auf einmal so ist? Und warum man dagegen nichts... Flugzeuge auf einmal immer im U-Format hin und her fliegen. Naja, das ist ja sowieso... Okay, also ich meine, und dann gibt es natürlich, da gibt es Fotos im Netz noch und nöcher und die sind nicht gefälscht, die sind einfach Fotos Nein, von die wie der Himmel gefälscht. Ausgesehen. Ja, hast du von ich damals eigentlich Fotos? Ich habe gemacht, die ist auch nicht gefälscht, ich kann das nicht fälschen, ich bin kein Filmexperte. Du hast ja damals Fotos gemacht, als du das über Bern war. Kannst du mir vielleicht da auch einmal eins zuschicken? Ja, ich habe noch viele, ich habe noch tonnenweise Fotos. Ja, vielleicht einmal eins, so ein wirklich drastisches, was du selbst dein Schachbrett da aufgenommen hast. Nur rausholen, weil ich habe das noch auf einem anderen Laptop und muss das da auch. Ja gut, das dann tue ich aber das. Aber ich habe tonnenweise Fotos gemacht und Filme und das Beste war eben, wie gesagt, auf der Rigi, weil da, also das war ja so typisch, also typischer kann man es nicht mehr zeigen.
Ja, na, vielleicht kriegst du noch so ein, zwei von diesen, aber ich habe schon so viele Aufnahmen gekriegt und ich sehe es ja. Und wie gesagt, wenn du solche Sachen in die Öffentlichkeit trägst, wie du jetzt das machst oder ich das gemacht habe, ich habe so viel Post von Menschen bekommen, Fotos, die Leute mir zugeschickt haben, alles, Reaktionen, wir sind froh, dass wir ernst genommen werden, endlich sagt jemand was, als ich das erwähnt habe, wurde ich nur ausgelacht. Oder desto mehr wir sind, desto mehr können wir dann Druck machen auf gewisse Stellen. Ja, aber was mich dann auch immer so ärgert bei solchen Dingen ist, die Leute werden natürlich extrem verunsichert und natürlich bildet man sich dann, dann ist wirklich schon fast jeder Kondensstreifen ein Chemtrail. Ja, und man bauscht es natürlich auf und das wird dann aber wieder gegen diese Leute verwendet, wenn sie sich dann einmal hinreißen lassen und vielleicht einmal einen Kondensstreifen als Chemtrail bezeichnen. Ja, ich meine, der Übergang ist vielleicht sogar... Keine Ahnung, ja gut, fließen. Aber ich meine, das ist aber ja die Taktik, dass man die Leute dann verunsichert und als dumm hinstellt, weil wenn dann mal einer ein Foto einschickt, wo wirklich ein Kondensstreifen ist. Ja, von einem Foto kann man das auch nicht wirklich, an einem Foto kann man das auch nicht beurteilen. Aber das Problem ist ganz einfach, es kommen einfach keine vernünftigen Informationen raus, die wirklich alles das erklären, von dem wir heute gesprochen haben. Ja, das in den letzten drei Sendungen. Und deshalb. Aber wenn was geheim ist, Spekulationen. Von wem soll denn eine offizielle Erklärung kommen? Ja, Catch 22. Oder wenn ich was geheim halten will, ich meine, du weißt ja über die ganze UFO-Geschichte, oder? Seit 60 Jahren wird das verleugnet. Alle Leute, die das kennen, sogar oder sehr viel erlebt haben, werden als Spinne hingestellt und so weiter. Aber was interessant ist, dass mittlerweile in Amerika 70% der Leute an UFOs glauben. Naja, sicher, wenn Leute wie Edgar Mitchell das sogar sprechen. Okay, Christina, wir sind am Ende der Sendung und das war heute sehr spannend und natürlich ist das Thema UFOs auch sehr spannend und vielleicht machen wir da auch wieder mal was, denn wie gesagt, du bist da auch ziemlich involviert. Ich danke dir jedenfalls für dieses... Ja, gern geschehen, hat mich sehr gefreut. Sehr nette Gespräch, schöne Grüße in die Schweiz. Und danke vielmals und schöne Grüße nach Wien. Nein, wir sind in Graz, aber macht nichts. In Graz, Entschuldigung, Graz. In schönen, stimmt, netten, kleinen Graz, aber auch... In schönen Graz, stimmt. Alles, alles Gute und ein schönes Wochenende noch. Ja, und wir bleiben in Verbindung. Ja. Gut. Wiederhören, danke. Wiederhören.